Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Beat126er dran. Der hat mir das Ganze per E-Mail zugesendet und auch einen kleinen Text dazu geschrieben, nämlich: Hey Dandy, ich finde deine Idee, die Parks und Zuschauern zu bewerten, echt gut. Ich wollte dir meinen Park schicken. Ich habe auch schon mit den neuen Sachen gearbeitet und habe mir echt Mühe gegeben bei der Artenvielfalt und den Farben der Dinosaurier. Es wird ein Gehege geben, was dich etwas zum Wundern bringt, weil das in Jurassic World gar nicht gehen würde, aber dank den Einstellungen geht. Der Parkname ist Farbenfrohe Welt der Artenvielfalt. Würde mich freuen, wenn du ihn bewerten könntest. PS, bin nicht so der Bergfan. Und liebe Grüße, Beat126er. Vielen Dank, Beat126er. Da bin ich aber mal gespannt, weil der Parkname, der lässt ja schon viel erhoffen. Farbenfrohe Welt der Artenvielfalt klingt sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir erkunden diesen jetzt. So, da sind wir im Park von Beat126er. Und wir starten auch direkt am Eingangsbereich. Da steht nochmal der Name Farbenfrohe Welt der Artenvielfalt. Also ein sehr, sehr vielversprechender Name. Und wir haben ganze 25 Minuten Zeit, weil dann ist mein Essen fertig. Also wir müssen es ein bisschen ranhalten mit dem Erkunden. Seid mir bitte nicht böse. Und ich bin mal gespannt. Du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viel Flachland mauen, weil du meintest, du bist kein Fan von Bergen. Aber ich sehe schon, dass du hier hinten auf jeden Fall hochgehst. Du hast den ganzen Park so ein bisschen nach unten gemacht, hier im Eingangsbereich. Ja, ist natürlich jetzt hier nicht so schick, ne, wenn es direkt so steil runtergeht. Aber gut, hast ja extra dazu geschrieben. Du wolltest wahrscheinlich alles ein bisschen in den Keller verlegen. Hatte wahrscheinlich einen besonderen Grund, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben hier nach links. Und hier zur Linken haben wir als erstes nämlich eine schöne Beobachtungsgalerie. Sehr, sehr cool. Und da können wir direkt Dinos hier vorne sehen. Nämlich ein Triceratops und ein Stegoceratops. Sehr, sehr cool. Habe ich, glaube ich, so noch nie in einem Besucherpark gesehen. Also sehr nice. Hier sind sogar sehr, sehr viele davon drin. Ich weiß ja nicht, was ich von dem halten soll, ne? Der sieht schon so abgespaced aus, der Stegoceratops. Ja, weiß ich auch nicht. Ob ich den so nice finde. Also er sieht schon so unnatürlich aus. Man sieht halt, dass der richtig hart geklont ist. Also das ist echt krass. Und dann so riesig lange Hörner, also so richtig lange Hörner, dann noch diese Stacheln auf dem Rücken. Sehr, sehr krass, wie der aussieht. So, hier fährt auch eine Einschienenbahn lang, aber die werden wir wahrscheinlich wieder nicht fahren, weil einfach die Touren immer sehr, sehr lange dauern und die Sicht meistens sehr, sehr schlecht ist. Hier hast du noch weitere Beobachtungstürme auf jeden Fall. Da sehen wir auch nochmal Stegoceratopse, Triceratopse, Ankis sehe ich da unten, das müsste ein Galli sein. Das müsste ein Aero, ja, Ortonymimimus. Sehr gut ausgesprochen. Mutabura sehe ich. Was ist das da vorne? Das könnte, ich glaube, da hinten ist ein Kentro. Das hier vorne könnte ein, jetzt bin ich überfordert, die sehen immer gleich aus. Das ist aber echt viele verschiedene Arten reingemacht. Eieiei. Sauropelta, Hyango, Kentro und Shinkongo. Genau den meine ich. Archeoornithomimus. Oh, das sind aber auch schwierige Namen, ne? Also echt krass. Triceratops, Torosaurus, also du hast hier wirklich viele Arten reingemacht. Ich überfliege mal ganz kurz die Namen. Ich glaube, hier sind keine Namen verändert worden. Falls ich mal was übersehe, sei mir bitte nicht böse. Weil das Essen versetzt mich ein wenig in Zeitdruck. Wobei, 25 Minuten ist jetzt gar nicht so wenig. So, und dann würde ich sagen, biegen wir mal das erste Mal hier ab. Hier hast du eine sehr, oh mein Gott, das ist eine sehr, sehr schöne Fläche. Hier hast du ja richtig viel mit Wegen und Geschäften gearbeitet. Sehr, sehr cool. Eine richtig coole Einkaufsmeile hast du hier gemacht. Sehr nice. Restaurant. Okay, du hast die Sachen nicht benannt. Das ist gut. Dann brauche ich da, glaube ich, gar nicht mehr gucken. Ah, ich überfliege es trotzdem mal so halb. Also sieht sehr, sehr nice aus. Du hast hier eine richtig lange Einkaufsmeile gemacht. Richtig viele Hotels. Also hier fühlen sich auf jeden Fall die Besucher wohl und können ordentlich Geld da lassen. Hier ist dann auch nochmal ein schöner Eingang in die Einschienenbahn. Also das sind ja so viele Läden. Das ist ja richtig krass. Safety First 2. Ich überfliege die Namen trotzdem nochmal eben. Und hier sind ja auch ultra viele Hotels. Also ihr seht schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hotels, wenn ich es richtig gezählt habe. Also richtig krass. Und hier geht die Einkaufsmeile noch weiter. Also die Besucher können sich hier wirklich Geld ausgeben ohne Ende. Und hier können auch ganz viele Besucher in den Park untergebracht werden. Hier ist so ein Wissenschaftszentrum. Sehr cool. Hier ist schon das Entwicklungslabor. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich hier gerade langfliegen will. Also ich bin jetzt ja, die Einkaufsmeile habe ich jetzt hier so gesehen mit den ganzen Hotels. Das ging ja jetzt auch relativ schnell. Aber sieht echt nice aus, dass du hier so viel Besucherläden gemacht hast. Hier hast du dann auch schön das Innovationszentrum gemacht. Und da hast du richtig so ein, ja, Blumenwegmuster gemacht. Also du hast dich halt so echt dem Innovationszentrum angepasst. Von der Form so ein bisschen und so abgerundet. Das sieht sehr cool aus. Und dann schön mit Bäumen als Deko gearbeitet. Auch schön gleichmäßig.
Das sieht sehr, sehr cool aus, wie du das gemacht hast. I like it. Und hier vorne haben wir dann natürlich schon das nächste Gehege. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich am besten gehe. Ich glaube, ich gehe mal hier geradeaus. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Du hast auch mit Strom gearbeitet. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber schön, dass du die Herausforderung angenommen hast mit Strom. So, hier gehen wir mal weiter. Und dann geht es jetzt rechts zu unserem ersten oder zu dem nächsten Besucherturm. Und das ist wieder einer. Da haben wir wieder Hybriden, nämlich den Spinoraptor. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schöne Farben. Aber Farben werden wir sowieso viele sehen an Skins. Hast du hier extra reingeschrieben. Oder auch ein Suchomimus. Auch ein toller Skin. Den habe ich, glaube ich, auch noch nie so gemacht. Das sind sogar mehrere Suchomimus. Aber die dürfen auch nicht fehlen in einem farbenfrohen Park, weil die haben so schöne Skins, die Suchos. Ich glaube, jeder Skin von dem Suchomimus ist richtig gut. So, da gibt es, glaube ich, keinen, der blöd ist. Sogar der Standard-Skin sieht nice aus. So, hier links hast du dann das Entwicklungslabor. Oder auch ein Entwicklungslabor. Hast du in jedem Gehege ein Entwicklungslabor? Hier ist eins, hier ist eins. Sieht mir fast so aus, ne? Hier ist eins. Ja, du hast jedes Gehege mit einem Entwicklungslabor versehen. Kann man natürlich auch machen. Ist auch nicht schlecht. So, hier vorne haben wir dann die Ranger-Station ohne Namen. Ich überfliege das hier gerade ein bisschen verwirrend, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Also ich war gerade hier, bin sozusagen hier nach links gegangen. Und dann geht's hier lang. Aber hier gibt es, glaube ich, auch so viel zu erkunden. Also das ist echt krass. Gibt es hier eigentlich noch irgendwie... Ja, hier gibt es eine Gyrosphärenfahrt. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal hier mit. Das ist noch das erste Gehege, wo ich vorhin reingeschaut habe. Damit wir nicht allzu sehr durcheinander kommen. Damit fahren wir jetzt auf jeden Fall. Oben müsste selber fahren sein. Genau. Controller wieder an. Ne? Ihr kennt das ja, das Spiel. So, und dann geht's los. Tour offline. Tour offline. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Tourinformationen während der manuellen Steuerung nicht verfügbar sind. Let's go. Also du hast wirklich deinen Fokus auf die Dinosaurier hier gelegt. Finde ich cool. Natürlich ist das dann hier mit dem Weg und der Steilheit und so nicht so nice. Weil hier oben drauf zu fahren ist halt nicht so cool. Ich roll nämlich mega runter. Und du siehst, wenn ich jetzt loslasse, ich lass mal los. Dann fahre ich einfach hier runter. Also auf so einem steilen Weg selber zu fahren ist immer sehr, sehr schwer. Aber normalerweise fahren ja die Touren oder die Gyrosphären von selber. So, was haben wir denn hier? Guten Abend. Was passiert denn, wenn ich auf den drauf rolle? Boah. Geht sogar. Normalerweise kann man gar nicht so nah ran an Dinos. Aber durch die Schwerkraft werde ich rangezogen an den Stego. Komm, hau mich weg. Ich will fliegen. Ist immer cool. Komm, ich muss nur einmal mit dem Schwanz ausrollen. Okay, er hat gerade keine Lust, dann fahren wir weiter. Ist auf jeden Fall ein schöner Stego. Eieiei. Boah, dieser Weg. Okay, ich fahre unten lang, Leute. Seid mir nicht böse. Bisschen anstrengend. Dann bin Edmonto. Auch ein sehr schöner, farbenfroher Dino natürlich. Ich roll immer noch runter. Meckern kann er auch. Nicht schlecht. Auch überall schön diese Blumen hast du eingebaut, die bunten. Ein ganz tolles, buntes Gehege. Ganz vielen verschiedenen Arten. Das hier ist ein Toro. Ist das ein Toro? Ich glaube schon. Da oben ist ein Mutabura laufen. Dann fahren wir mal weiter. Ja, die ganze Gyrosphäre geht leider auf dieser Schrägen lang. Ich fahre mal hier unten lang. Oh, hier haben wir einen Kasmo. Cool. Den baue ich auch viel zu selten. Der Kasmo ist echt ein schöner Dino. Hallo, lieber Kasmo. Nice. Weiter geht's. Hier gibt's halt echt viel zu erkunden. So, fahren wir mal hier unter dem großen Baum lang. Der natürlich auch immer sehr, sehr nice ist. Und dann kommen wir hier zu den Stegoceratopsen, die wir ja vorhin schon gesehen haben. Und die laufen ganz schön auf uns zu. Bitte nicht aufspießen. Deine Hörner sind sehr lang. Au! Au! Er hat uns halt aufgespießt. Zumindest sah es so aus in der Kamera. So. Also hier werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Dino übersehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So viele, wie es hier gibt. Aber finde ich sehr cool, dass du das gemacht hast. Den Sauropelta. Hier haben wir ein Stegimoloch und ein Anki. Also hier gibt es so viele verschiedene Dinosaurierarten. Das sind ja mehr Arten in einem Gehege, als ich in einem ganzen Park baue. Ja, das ist ein Corito, glaube ich, der da gerade durchläuft. Und hier hinten geht's zurück
Und da sehen wir auch noch so einige Dinosaurier. Yungos, Kentros. Das ist auch immer schwer auseinanderzuhalten für mich. Bin ich ganz ehrlich. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, was das hier für ein ist. Ich müsste jetzt raten. Ich glaube, das hier ist ein... Was könnte das sein? Ist das ein Hyango? Das ist ein Hyango. Okay, ich bin gar nicht so falsch gewesen. Okay, bei dem würde ich sagen, das hier ist ein Kentro. Das ist ein Kentro. Oh, ich bin gar nicht so schlecht. Not bad. Das hier ist ein Sinoceratops natürlich. Den kann man ganz klar erkennen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, gleich schon durch. Ah, da vorne ist noch irgendein Ornotimimus oder sowas. So heißt, glaube ich, die ganze Art. Die sind ja auch immer sehr schwer teilweise auseinanderzuhalten. Gallimimus, Archeo-Ornotimimus und so weiter und so fort. Ist immer nicht so einfach. Hier ist sogar noch ein Iguanodon. Den habe ich gar nicht gesehen. Gallimimus. Torosaurus. Und hier sind wirklich, wirklich viele verschiedene Dinos drin. Sehr, sehr nice. Und dann kommen wir hier zum... Ja, den Turm hatten wir, glaube ich, gerade schon gesehen. Entwicklungslabor haben wir hier noch. Eine Rangerstation hatten wir auch schon. Gehen wir mal hier lang. Hier haben wir noch eine Spielhalle. Ein Restaurant, eine Einschienbahnstation, Umspannwerk und zu unserer Rechten haben wir wieder eine Beobachtungsgalerie. Was haben wir denn hier zu sehen? Ah, der darf natürlich nicht fehlen, der Deinonychus. Ja, auch einer der Dinosaurier mit den schönsten Skins. Darf natürlich nicht fehlen. Proceratosaurus sehe ich da noch drin. Ich glaube, diese beiden Arten sind gemischt. Und auch hier fährt eine Gyrosphären-Tour durch. Also ich glaube, wir können hier ganz, ganz viel fahren mit Gyrosphären. Dann gehen wir hier weiter. Hier sind wirklich viele Geschäfte und viele Beobachtungssachen. Also, da hast du echt Wert drauf gelegt. Finde ich cool. Hier haben wir auf jeden Fall ganz viele Langhälse. Und da sehen wir auch sogar den Ankylodocus. Den baue ich auch sehr, sehr selten. Ich finde es schade bei dem Ankylodocus, dass er wirklich so diese Keule da hinten hat, aber sie nicht im Kampf einsetzen kann. Weil es dafür einfach keine Animation gibt. Sehr, sehr schade. Pentaceratops sehe ich noch. Was ist das hier nochmal für einer? Ein Olorotitan, genau. Dann haben wir Apatos, Dreadnoctus, schrecklicher Name, kann ich nie richtig aussprechen, Diplodocus, Parasaurolophus, Pulacanthus und was wir hier nicht alles drin haben. Also das ist wirklich krass. Krichtonsaurus mache ich auch super selten. Weiß gar nicht warum. Cooler Dino. Aber irgendwie finde ich den Anki noch einen ganzen Ticken besser, deswegen mache ich den wahrscheinlich so selten. Sauropelt haben wir vorhin schon gesehen. Zintaurosaurus haben wir ja auch noch. Sehr nice. Sotiomimus. Pachis. Also hier ist auch so viel drin. Und ihr seht schon ganz viele Beobachtungsgalerien. Aber ich würde sagen, auch hier fahren wir einmal mit der Gyrosphäre einmal fix durch. Aber ich werde mich ein bisschen beeilen, weil wir werden, glaube ich, noch viele, viele Fahrten haben. Und mein Essen im Ofen. Das wird gleich fertig sein. Vielleicht muss ich auch gleich einen Schnitt setzen. Ich glaube nicht, dass wir den ganzen Park schaffen werden. Was haben wir hier? Ein Stego. Hier geht es dann richtig schön durch den Wald. Aber auch hier hast du wieder auf einer Schrägen gebaut. Ist natürlich zum Selberfahren sehr, sehr unangenehm, wenn du auf so Schrägen baust. Aber du wolltest, glaube ich, immer schön am Rand entlang bauen, damit du die Dinosaurier nicht so störst. Die Idee finde ich auch cool dahinter. Sind wir vielleicht den Rand ein wenig noch verlegen müssen, dass es nicht ganz so schräg ist. Und leider sehen wir gerade hier gar kein Dino, aber das ist halt immer so ein bisschen Zufall, ne? Man kann das zwar ein bisschen beeinflussen, indem man Wasser und Futterspender an bestimmte Stellen setzt, aber es ist natürlich immer ein bisschen Zufall, wo sich die Dinos in dem Moment aufhalten. Sehr, sehr schade, dass wir gerade keinen sehen. Aber ich denke mal, wenn wir gleich hier nochmal abbiegen und aus diesem Waldstück rauskommen, dann sollten wir ganz viele Dinos zu Gesicht bekommen. Nämlich jetzt kommt es, glaube ich. Hört hier der Wald auf? Ja, hier hört der Wald auf und dann kann man hier so diese Jurassic Park Musik einfügen und dann juhu, richtig schöne Sicht. Natürlich rollen wir jetzt leider runter, aber hier sehen wir so viele verschiedene Dinosaurier. Also das ist wirklich toll. Diese ganzen Langhälse, da kommt man auch immer mit durcheinander. Also das ist echt krass. Mutabura sehe ich, Apatus sehe ich, Ankylodocus sehe ich, ein Brachiosaurus hier vorne rechts, Apatus. Also hier ist wirklich alles dabei. Das alle Dinosaurierarten mit reingemacht, die so gehen. Also so eine krasse Vielfalt habe ich noch nicht gesehen. Der Name, also der Park wird dem Namen auf jeden Fall gerecht. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall kommt das Wort Artenvielfalt drin vor und bunt. Und das hast du definitiv hinbekommen. Auch die Skins, alle richtig schöne Farben. Sehr, sehr toll. So.
Ich gehe mal raus hier. So kann man die mich besser beobachten, finde ich, die Dinos. Ihr seht schon, wie viele Dinos hier drin sind. Das ist insane, ne? Also richtig, richtig krass. Toll gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier zurück. Hier haben wir noch einen Turm, den brauchen wir jetzt nicht anschauen. Souvenirladen, Restaurant. Hier sind dann noch Beobachtungsgalerien auf dieser Seite. Das war, glaube ich, das Gehege von dem Proceratosaurus und dem Deinonychus, wenn mich nicht alles täuscht. Auch sehr, sehr groß, das Gehege. Überfliegen auch hier nochmal ganz kurz in dem Gehege, wo wir gerade waren. Ja, keine Namen. Aber ihr seht schon, hier sind noch andere Dinos drin. Okay, was haben wir denn noch? Troodon, Velociraptor. Könnte sogar sein, dass du das Gehege meinst hier, weil die Dinos werden sich eigentlich streiten untereinander. Dilophosaurus. Also in der E-Mail hast du ja geschrieben, dass ein Gehege also nicht gehen würde in Jurassic World Evolution, aber dank den Einstellungen geht. Und das sollte eigentlich dieses Gehege sein. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir hier die ganze Zeit in die Galerien gehen, weil davon haben wir wirklich Tausende. Ich würde sagen, dass wir auch hier gleich die Kyros-Fernfahrt machen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zurück und gehen mal hier weiter. Hier haben wir ein ACU-Zentrum. Zu unserer Rechten haben wir noch eine Galerie. Da, oh, da haben wir ein großes Wassergehege. Wie ihr seht. Ich glaube, wir können jetzt sogar den Barrys gerade zuschauen beim Essen. Will ich mal eben machen. Sehr, sehr nice. Stellen sich jetzt beide gleichzeitig dahin und sind beide gleichzeitig am Fischen. Schnappen jetzt nach den Fischen. Feier das ja, ne? Der Futterspender ist echt cool. Der ist sehr, sehr nice. Was haben wir denn hier alles? Barrys, Spinos, Spinoraptoren. Also hier haben wir wirklich alles drin. Suche Mimos. Hier haben wir alle Amphibien-Dinosaurier drin. Oh, das sieht auch sehr, sehr cool aus hier, das Wasser mit diesem Gras da unten drunter. Nicht gedacht, wenn man so von oben guckt. Sieht schon nice aus, ne? Das ist auf jeden Fall das perfekte Gras für so eine Dschungelatmosphäre. Das ist dieses lebhafte, glaube ich. Das lebhafte Gras. So, und dann, ja, da kommen wir, glaube ich, nochmal später zu, weil hier haben wir noch mehr Galerien. Wir gehen mal hier weiter. Also hier gibt es wirklich so viel zu erkunden. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier ein bisschen Sachen überspringe. Zu unserer Linken hatten wir schon gesehen. Wo ist denn hier der Gyros-Ferneingang eigentlich? Ach, das ist so eine riesige Gyros-Fernfahrt, die nachher da lang führt, ne? Dann schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. Genau, hier sind nochmal die ganzen kleinen Fleischfresser. Das ist schon sehr, sehr süß, wie die da zusammen knabbern, die Velos und die Proceratos. Sehr, sehr cool. So, dann haben wir hier noch einige Besucherläden. Da hast du auch überhaupt nicht gegeizt mit. Da gibt es auch ganz viele von. Und hier haben wir ein großes Fleischfressergehege. Also ich sehe schon die Einteilung, die du gemacht hast. Da sehen wir auch alles. Hier Acrocanto. Da hinten sehen wir einen Rexy. Dann sehen wir einen Allo. Cerato, Kano. Indoraptor ist das da, glaube ich, auch gerade, der da halb im Wasser kriecht. Haben wir da oben noch. Carodontosaurus. Ein, das ist hier ein Metria, ne? Metria Canto. Sehr, sehr viel. Auch hier hast du wieder richtig krass was mit den Schrägen gemacht. Also das mit den Schrägen und den Gyros-Fernfahrten hast du zwar beibehalten, aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Das ist halt echt doof, wenn man da selber drauf fährt. Giganotto, Mayunga, also richtig viele krasse Indominus Rex. Richtig schöne Farben hast du ausgewählt. Richtig schöne, tolle Skins. Alles sehr begrast, sehr bewaldet. Allosaurus, Tyrannosaurus. Boah, das ist auch ein cooler Skin hier, ne? Von den Carcharodonto. Nice aus. Weiß gar nicht, welcher das ist. Schau ich mal nach. Tundra-Muster, aha. Metria, Kano. Ich glaube, ich habe alle. Ich werde jetzt hier auch nicht mit der Gyrosphäre, glaube ich, durchfahren. Oder ist das die große? Doch, das ist eine große Fahrt. Die machen wir. Ne, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang in diese Fahrt? Oh, der geht sogar hier hinten noch lang. Oh, ich bin gerade falsch gefahren, glaube ich. Ja, Leute, ich bin falsch gefahren. Okay, jetzt verstehe ich. Das ist eine riesige Fahrt. Ich habe sie nur voll verkürzt. Fahren wir nochmal lang. Bis auf das Pflanzenfressergehege. Aber ich werde jetzt nicht auf den Wegen bleiben. Ich werde ein bisschen abkürzen, weil das Ganze sonst einfach zu lange dauert. Auch hier hast du das mit dem Strommast gemacht. Finde ich cool, wie du das eingebaut hast hier. Sehr nice Idee. Nochmal so einen Zaun rumgezogen. So, da sind wir bei den kleinen Fleischfressern. Hier haben wir als erstes ein Velo. Hallo. Kommt direkt auf uns zu.
Schiebt uns sogar weg. Na, was willst du, du kleiner Frechdachs? Das Ärger machen? Gott, wieder mit seinen Klauen hier. Schon angsteinflößend, ne? Wenn man mal auf die Klauen und so achtet. Echt krass. Was für lange und scharfe Klauen die haben, die Kleinen. Oh, hier schläft was. Auch, glaube ich, ein Velo. Oh, jetzt steht's auf. Habe ich dich geweckt? Oh, anscheinend. Oh, oh, hier kommt Proceratus. Oder sind das? Ne, das waren Trodons. Entschuldigung. Kann man ganz schwer erkennen in dem hohen Gras. So. Dann haben wir hier Dilos. Kürzt das hier schon ordentlich ab, wie ihr seht. Weil die Strecke ist sehr, sehr lang. Ich glaube auch nicht, dass wir hier alle zu Gesicht bekommen, wenn ich ehrlich bin. Weil das Gras ist einfach sehr, sehr hoch und die verstecken sich natürlich auch. Wir sind hier überall nur Velos. Aber ihr habt ja gesehen, hier sind eigentlich alle drin. Proceratus, Trodons, Dilos und so haben wir ja gerade schon von oben geguckt. Dann geht's hier weiter. Hier geht's dann nochmal in das große Fleischfressergehege gleich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du so eine große Kyros-Fernfahrt gemacht hast. Das feiere ich ja immer. Und ich habe das Gefühl, du hast hier fast jede Dinosaurierart, die es gibt in Jurassic World Evolution, untergebracht. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob es wirklich so ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Dinos es mittlerweile gibt. 62 oder so? Irgendwas mit 60, glaube ich. Irgendwas mit 60. So, ich glaube, das ist hier wieder nur so ein Zwischenbereich. Und jetzt geht es nämlich in das große Fleischfressergehege. Und das haben wir ja gerade auch schon gesehen. Also ich werde nur einmal kurz hier durchfliegen. Ihr seht ja, die Gyros-Fernfahrt ist wirklich groß. Wir genießen jetzt noch einmal hier die Aussicht. Schon toll, ne? Ist auch irgendwie strange, dass du diese ganzen Arten vermischt hast. Aber die Idee dahinter finde ich sehr, sehr cool, dass du so viele verschiedene Arten eingebaut hast und schön bunte Skins gemacht hast. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Die Gyros-Fernfahrt, die würde jetzt hier einmal noch rumgehen und dann hier zurück. Dann ja, hier nochmal lang. Und dann durch das andere Gehege nochmal zurück, hier hinten lang. Also das haben wir ja alles schon gemacht. Würde, glaube ich, jetzt zu lange dauern, wenn ich das alles noch machen wollen würde. Wir gehen dann auf jeden Fall hier wieder weiter. Dann kommen wir nämlich hier vorne nochmal zu einer Galerie. Da können wir wahrscheinlich nochmal auf das große Amphibiengehege, nenne ich es mal, achten. Hier gibt es natürlich mit die schönsten Skins, ne? Sucho Mimos, richtig geile Skins in Jurassic World Evolution. Der Spino, natürlich richtig coole Skins. Und hier sehen wir wirklich alle Amphibien-Dinosaurier. Das gibt wahrscheinlich mit allen Skins, die es gibt. Ich fliege da mal so ein bisschen rüber. Das geht eigentlich am schnellsten, als wenn ich jetzt alle Galerien hier angucke. Sehr, sehr cooler Skin. Ich glaube, das ist lebhaft. Also, ihr seht schon, der Spinosaurus, der hat wirklich sehr tolle Skins. Und auch der Spinoraptor hat coole Skins. Sieht man nur gerade nicht ganz so gut, weil die im... Also ihr seht schon, wie farbenfroh die sind. Sehr, sehr nice. Welcher ist das? Tundra-Muster? Und wo rennt er jetzt hin? Hey. Er ist natürlich gerade die ganze Zeit im Schatten vom Baum. Ist das Steppenmuster? Ist aber auch sehr cool von der Farbe. Also ich glaube, so das Gehege ist so das farbenfrohste. Hier haben wir dann nochmal einen Sucho. Der hat auch ganz tolle Skins. Sehr, sehr nice. Oh, schreien können die Weltmeister. Das sind die Spinos. Die haben nicht so einen mega lauten Schrei. Der Baryonyx ist natürlich so ein Dinosaurier. Der hat nicht ganz so nice Skins. Aber dafür die ganzen anderen. Jetzt seht ihr nochmal die Suchos. Hier haben wir nochmal so einen weißen Skin. Ich kann ja sogar so durchschalten, ne? Hier haben wir so einen gelblichen. Wo gehe ich jetzt hin? Aber den war ich schon. Hier ist dann dieser rötliche. Der ist ja auch immer sehr, sehr cool. Hier ist der grüne. Und der Standard-Skin fehlt, glaube ich, noch. Den hast du nicht reingemacht. Schade. Weil der Standard-Skin von dem Sucho ist auch sehr cool. Was haben wir hier noch? Der Skin ist das, der ist auch cool. Steppenmuster. Also der Spino und der Sucho und so, die haben natürlich ultra nice Skins. Auch ein ganz tolles Gehege so von der Gestaltung her. Richtig schön Sumpffarben, schön den großen Baum mit reingemacht. Sieht sehr nice aus. Genau, hier sind noch viele Beobachtungsgalerien. Also du hast wirklich viel Sichtbarkeit abgedeckt für die Besucher. So viele also Beobachtungssachen, wie du eingebaut hast. Sehr, sehr cool. I like it. Und ansonsten, hier hinten waren wir schon. Hier hast du dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Kraftwerke und eine Ranger-Station. Sehr, sehr nice.
Und ich glaube, das war's jetzt schon mit dem Park. Also das wirklich viele Dinosaurier untergebracht. Ich glaube, es sind nicht ganz alle Arten, aber du kannst ja mal reinschreiben, wie viele verschiedene Arten du untergebracht hast. Also ein sehr, sehr toller Park, sehr, sehr tolle Idee. Ganz viel Artenvielfalt, ganz viele bunte Skins. Würde jetzt nur ewig dauern, wenn ich jetzt die ganzen Fahrten und so machen würde. Würde ich natürlich immer gerne, aber dann wird das Video natürlich 1,5 Stunden oder so dauern. Das ist auch nicht so nice zum Gucken. Hier ist auch nochmal eine schöne Einschienenbahn, also I like it. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Park von, wie war der Name noch? 126er auf jeden Fall irgendwas. Dankeschön auf jeden Fall. Steht ja im Videotitel, wie der Name ist. Danke fürs Einsenden. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn fandet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Damit verabschiede ich mich. Achso, bevor ich es vergesse, ich verabschiede mich noch nicht. Falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht wie. Also ihr könnt mir das Ganze per E-Mail zuschicken oder hochladen und mir den Link im Discord schicken. Aber unten in der Videobeschreibung steht nochmal genauer drin, wie das Ganze funktioniert. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.